Hey, willkommen zurück. Ja, am Freitag ist es die nächste Herausforderungszeit. Die nächste Herausforderung steht an. Bis Sonntag kannst du dich anmelden für diese Herausforderung, indem du hier unter das Video schreibst, ich bin dabei. Dann kommt den Sonntag danach ein Video, wo ich dir verrate, ob ich die Herausforderung geschafft habe. Und da schreibst du dann auch dazu, ob du es geschafft hast oder nicht und wie deine Erfahrungen waren. Bitte, und das sage ich nochmal, mach nur mit, wenn du wirklich dabei sein willst. Überleg dir vorher, ob du die Herausforderung eingehen willst und dann schreib unter dieses Video, ich bin dabei. Unter das nächste Video schreib dann, wie es so war. Überleg dir, ob du die Herausforderung antreten willst und guck, ob du Zeit dafür hast, guck, ob du die Zeit dafür nehmen möchtest. Und wenn ja, dann bist du dabei. Wenn nicht, dann setzt diese Herausforderung einfach aus. Also die nächste Herausforderung ist folgende. Wir werden zusammen jeden Morgen nach dem Aufstehen für 30 Minuten meditieren. Und ich werde dir gleich nochmal erklären, wie genau ich das meine mit dem Meditieren. 30 Minuten jeden Morgen, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag direkt nach dem Aufstehen. Das ist die Herausforderung für manche, die vielleicht zur Arbeit gehen oder zur Uni gehen, müssen sie ihren Schlafraum ein bisschen umstellen, dass sie früher aufwachen können. Warum meditieren wir? Meditieren ist eine der geilsten Sachen, die du überhaupt machen kannst für deinen Verstand, um deinen Verstand in den Griff zu bekommen. Und wenn es eine Sache gibt, die dich und die meisten Männer aus meiner Erfahrung auffällt, wenn es ums Thema Frauen geht, dann ist es ihr eigener Verstand, ihre eigenen Ausreden, ihre eigenen Entschuldigungen. Und das kriegst du nur in den Griff, wenn du deinen Verstand in den Griff bekommst. Und das geht nur, wenn du ein Bewusstsein für deinen Verstand schaffst. Und das geht am besten durch regelmäßige Meditation. Du wirst merken, wie du dich nach einer Woche enorm besser fühlst, wohler mit dir selbst, du ruhiger, gelassener und entspannter bist. Und das wird sich natürlich auch auf deinen Erfolg mit Frauen direkt auswirken. Das wird dir nicht nur beim Frauen kennenlernen helfen, sondern auch zum Beispiel in Beziehungen, wenn du gerade in einer drin sein solltest. Also jeden Morgen 30 Minuten meditieren. Wie sieht das Ganze aus? Folgende Regeln für das Meditieren. Stell dir einen Timer. Mach dir auf diesem Timer 30 Minuten an. Ja, ich habe immer wieder das mit Coaching-Teilnehmern gemacht und dann habe ich sie gefragt, hast du 30 Minuten meditiert? Und dann meinte der Coaching-Teilnehmer, ich weiß nicht, ob es 30 Minuten waren. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, stell dir einen Timer, dann weißt du es ganz genau. Nimm dir dein Handy, stell dir einen 30-Minuten-Timer. Und dann setzt du dich hin auf am besten einen Stuhl oder auf einen Untergrund einfach und lehnst dich aber nicht an, sondern du sitzt gerade. Also wirklich gerade sitzen, ja, gerade sitzen. Du schließt deine Augen für 30 Minuten und im Optimalfall bewegst du dich nicht. Ja, das ist das Beste, was du machen kannst. Sitz gerade, sitz aufrecht, schließ deine Augen und optimal bewegst du dich nicht. Das heißt, nimm am Anfang eine Position ein, die du halten kannst. Bleib die 30 Minuten dabei. Wenn es weh tut, bleib dabei. Du kannst dich ein bisschen in deiner Position verändern, so ein bisschen so, aber bleib generell bei der Position. Wenn irgendwas juckt, wenn irgendwas kratzt, ignoriere das einfach, beobachte es einfach nur. Nicht kratzen, nicht bewegen. Das ist eine Herausforderung, das ist eine Disziplin-Herausforderung, aber das wird dich enorm weiterbringen. Während der Meditation atmest du, also achtest du auf deinen Atem. Das heißt, guck einfach mal oder beobachte einfach mal, wie der Atem in deinen Körper einfließt, wie der Atem ausfließt und konzentriere dich während dieser Zeit, während dieser 30 Minuten immer auf deinen Atem. Und du wirst merken, deine Aufmerksamkeit wird von deinem Atem weggehen zu Gedanken, zu irgendwas und wenn es dir dann auffällt, dass du wieder unbewusst denkst, dann führst du deine Aufmerksamkeit einfach wieder zurück zu deinem Atem. Das machst du die ganze Zeit, das machst du die 30 Minuten lang, jeden Morgen und sitzt dabei still. Das ist eine große Herausforderung. Das ist eine lange Zeit, gerade für jemanden, der noch nie meditiert hat. Aber glaub mir, gerade wenn du noch nicht meditiert hast und das eine Woche durchziehst, du wirst überrascht sein, wie du dich nach der Woche fühlst, wie gut du dich nach der Woche fühlst. Und wie gesagt, dann ist natürlich auch das ganze Frauenthema ganz leicht oder viel leichter angehbar. Deswegen 30 Minuten hinsetzen, 30 Minuten meditieren, auf deine Atmung achten. Mach dir einen Timer an. Wenn du abbrichst vor dem Ende der Meditation, ist die Herausforderung nicht bestanden. Wenn du an einem Tag abbrichst, ist die Herausforderung offiziell nicht bestanden. Nimm nur daran teil, wenn du wirklich teilnehmen möchtest. Überleg dir vorher ganz genau, das muss ein Commitment sein, sonst macht es keinen Sinn. Überleg dir, ob du teilnehmen möchtest. Dann schreibst du, ich bin dabei, hinter dieses Video und schreibst dann nächste Woche Sonntag unter das Video, ob du es geschafft hast, wie deine Erfahrungen waren. Ich freue mich schon drauf, auf rege Teilnahmen und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin, ciao.